Herzlich willkommen. Das hier ist der Verhundert-Podcast. Hier ist der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Ja, der Verhundert-Podcast reist einmal im Monat in die Zeit exakt von vor 100 Jahren. Wir haben angefangen 1914 mit dem Attentat von Sarajevo und gerade reisen wir durch die 20er Jahre. Und wir haben kurz vor Weihnachten eine Sonderfolge mit Sascha Kall von Berliner Unterwelten und das ist die Folge. Bevor wir anfangen, auch wenn das eine Bonusfolge, eine Sonderfolge ist, die aus dem Rahmen fällt, wollen wir dennoch 2 Minuten Hausmeisterthemen einbauen. Da erzählen wir einfach 2 Minuten lang, was uns so gerade bewegt. Begrenzt auf 2 Minuten, weil Podcaster zu viel reden. Genau. Und Luis, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Hausmeisterthemen. Wie geht's dir denn heute? Sehr gut. Ich habe heute meine chinesische Sprachprüfung geschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe. Es war sehr abenteuerlich. Die Prüfung war remote und das ist natürlich so alles außergewöhnlich und die Prozesse, vorsichtig formuliert, sind dafür nicht optimiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Musst du etwas am Computer eintippen oder musst du mit einer Kamera einfach sichtbar sein, dass du gerade irgendwas schreibst und dann ein Dokument in einen Briefumschlag schicken und eine Prüfungskommission schicken? Oder wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Weltweit machen alle zur gleichen Zeit die Prüfung. Und man muss so eine Software runterladen, die auf meinen Laptop nicht ging. Ich weiß nicht warum, sondern ich musste den Laptop meiner Frau nehmen. Übrigens, meine Frau ist Chinesin, deswegen. Da ging das auch lustigerweise. Da muss man sich parallel bei Citrix einloggen und das dann so positionieren mit einem Zweitgerät, dass von hinten jemand in den Bildschirm reinguckt. Und dann sitzt man dann da und muss mit dieser proprietären Software von diesem chinesischen Sprachinstitut dann die Prüfung machen. Und die Software hat unter anderem eine automatische Gesichtserkennung in der Webcam, die bei mir nicht funktioniert hat. Und deswegen kam ich dann auch zu spät zur Prüfung. Und da musste ich nochmal einen Teil wiederholen. Weil das halt extrem starr ist. Die ging dann schon los und mein Webcam hat gesagt, Fehlermeldung, bitte halten Sie Ihr Gesicht in die Kamera. Und ich habe dann immer Licht aus, Licht an und da reingehalten. Und es war sehr, sehr aufregend. Man wird dann immer nervöser. Alle fangen dann schon an, die Prüfung zu schreiben. Und ich hänge immer noch sozusagen da reinzukommen. Und naja. Aber es hat funktioniert. Man muss sagen, die Leute, die waren sehr, sehr hilfsbereit und die Admins und haben nochmal, ich habe 3-mal nochmal was nachholen müssen, weil es jedes Mal nicht geklappt hat, Teil der Prüfung. Aber ich habe jede Frage dann doch beantworten dürfen. War sehr, sehr aufregend. Zwar direkt heute Morgen, bin noch ein bisschen durch und habe dann auch am Anfang gerade etwas ruhiger mich verhalten. Vielleicht nochmal an der Stelle viele Grüße auch an die Hörer von dem Radio der Berliner Unterwelten, weil hier wird die Sendung auch gesendet. Viele Grüße. Und auch Hörerinnen. Genau. Ja, dann das waren jetzt schon die 2 Minuten. Um es kurz zu machen, mir geht's auch gut. Und von meiner Seite aus können wir gleich starten, Luis, mit dem Interview. Man erkennt, es ist wichtig, dass man das auf 2 Minuten begrenzt, weil, ne, Podcaster reden sehr, sehr gerne über sich selber. Und aus diesem Grunde fangen wir jetzt an mit dem Gespräch mit Sascha Kall von den Berliner Unterwelten. Viel Spaß beim Hören. Und damit kommen wir gleich zu unserem Interview mit Sascha. Luis und ich, wir begrüßen Sascha. Hallo Sascha. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat. Wir hallo. Freuen uns sehr. Und wir dachten, wir fangen einfach mal an. Du könntest dich vorstellen für alle Zeitreisenden, die hier mit uns am Empfangsgerät lauschen. Wer bist du denn? Ja, Grüße an alle Zeitreisenden. Das ist schön. Zeitreisen bieten wir auch an. Ich arbeite für die Berliner Unterwelten. Mein Name ist Sascha Kall. Ich bin Geschichtswissenschaftler von Hause aus und arbeite seit 2001 war das, genau, 2000, also seit 19 Jahren für den Verein, den gemeinnützigen Verein Berliner Unterwelten, der sich um die unterirdische Stadtgeschichte Berlins kümmert. Warum haben wir dich hier? Wir wollen mit dir über den Verein Berliner Unterwelten sprechen. Was ist das denn genau? Wir haben ja auch Zeitreisende, die nicht aus Berlin kommen. Berliner Unterwelten, Sascha, was ist das? Kann man das essen? Noch nicht, aber es wäre mal eine Idee. Wir suchen natürlich in einem Corona-Jahr auch nach weiteren Standbeinen, wo wir uns betätigen können. Aber die Satzung des Vereins bindet uns dann natürlich an die Satzungszwecke und Ziele. Und gemäß Satzung beschäftigen wir uns seit 23 Jahren inzwischen schon
mit der Stadtgeschichte Berlins, aber auch inhaltlichen Bezügen international von unten. Also oben gibt es ja viele Museen, viel Wandel in der Stadt und wir konzentrieren uns als Lobby der unterirdischen Stadtgeschichte sozusagen insbesondere auf die Stadtgeschichte Berlins, da wo die Archäologen auch anfangen zu graben. Geschichte, also geschichtet übereinander, da stößt man auch auf die interessanten Geschichten und auf Geschichte insgesamt. Also wir beschäftigen uns mit Industriethemen zum Beispiel, Verkehrsbauwerke, Rohrpost, alles, was eine Millionenmetropole von unten versorgt, ohne dass die Menschen in dieser Stadt großartig darüber nachdenken. Es geht dann auch um den Zweiten Weltkrieg, das ist ein Schwerpunktthema, Bunkerbau, Luftschutz und Bombenkrieg. Es geht dann um den Kalten Krieg, Senatsreserve, Atomschutzanlagen, Zivilschutz und so weiter, bis in die Gegenwart, was man also alles machen kann mit diesen geschichtlichen Hinterlassenschaften. Das heißt, dann gibt es den Verein schon ungefähr seit 1997, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, an diesem Samstagmittag. Das heißt, du bist auch relativ lange schon dabei, also von frühester Zeit an, wenn du seit 2001 dabei bist und hast sehr viel mitbekommen. Genau, also ich überblicke einen längeren Zeitraum. Gründergeneration bin ich nicht ganz, aber ich bin noch in der Startphase gerade des Führungsbetriebes dazu gekommen. Habe damals seit einigen Jahren im Bundestag gearbeitet, also ein bisschen Historiker, Politologen können ja fast alles und auch nichts, ne? Und entsprechend habe ich also über den Wahlkreis damals aus Hessen einen Job angenommen hier in einem Bundestagsbüro, habe dann 8 Jahre in der Politik gearbeitet, in verschiedenen Verwendungen und habe dann einfach zum Ausgleich ein Hobby gesucht. Eines Tages habe ich im Internet die spärliche Seite der Berliner Unterwelten entdeckt. War damals schon schwarz-gelb im Design, das Corporate Design haben wir heute noch. Und bin da mal hingefahren, stand erst vor einer falschen Bunkertür, weil die identisch sind auf beiden Seiten des U-Bahnhofs Gesundbrunnen. Und da wäre die Geschichte eigentlich schon zu Ende. Aber ich dachte mir, gehst du noch mal auf die andere Treppe hoch und klopfst an die zweite grün lackierte Tür, wie sie im Internet beschrieben ist. Und siehe da, mir wurde aufgetan. Und um das kurz zu Ende zu erzählen, nach einer Dreiviertelstunde durch einen leeren, noch staubigen, vermüllten Bunker hatte mich also der Virus, wie auch unser Vorsitzender immer sagt, gepackt, der Unterweltenvirus, und in seinen Bann gezogen. Also es ist wirklich so, ihr müsst euch vorstellen, ich war noch in der Businesskleidung unterwegs und bin dann mit meinen Klamotten dann mit dem Anzug durch diese staubige Anlage und habe 1 Meter einen Schritt gemacht und war in einer komplett anderen Welt, als ich die Tür hinter mir schloss. Das war absolut faszinierend, weil es gegenüber dem theoretischen Studium Geschichtswissenschaften und anderer Studiengänge eben nicht Theorie, sondern Geschichte zum Anfassen war. Und genau das habe ich gesucht. Und da bin ich dabei geblieben, immer jede Woche hin. Habe dann relativ schnell mich auch sehr stark engagiert, war 12 Jahre mit Unterbrechung auch Vorstandsmitglied und habe jetzt immer wieder verschiedene Verantwortungen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, kümmere mich um alle Mitgliederangelegenheiten, mache alle Veranstaltungen für die Mitglieder, natürlich im Team mit vielen anderen, bin Betriebsleiter an einem Standort in Kreuzberg an der Fichtestraße und mache die Presseöffentlichkeitsarbeit im Team mit anderen und einiges mehr. Also wir sind mehr oder weniger alle Multitools bei den Berliner Unterwelten und die Abwechslung plus den Inhalt, das macht den Reiz aus. Das heißt, der Verein Berliner Unterwelten ermöglicht es, Touren durch die Unterwelt zu machen. Man kann bei euch die alten Bunker sehen und alte U-Bahnen auch, glaube ich. Das heißt ja auch dann, wenn du seit 2001 so da mit dabei warst, wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich kenne den Verein aus den letzten Jahren, da ist ja alles sehr, ich sag mal, sehr also gut durchorganisiert gewesen und auch, ich sage mal, die Unterwelten gut begehbar. Mit Sicherheitsgelände und so weiter. Kann ich mir das vorstellen, dass in den ersten Jahren das noch nicht so war oder war das auch schon gut betretbar oder musste man selber noch sehr vorsichtig sein, wohin man tritt? Ja, deine Vermutung ist völlig richtig. In den ersten Jahren war das nicht so. Da war in den Pionierzeiten, da haben wir natürlich über die Jahre viel gelernt. Da hat uns eher das Interesse überrollt. Wir hatten gar nicht geplant, einen Führungsbetrieb zu machen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, 1998, ein Jahr nach Gründung, also gegründet wurde der Verein Berliner Unterwelt 1997, ein Jahr später standen dann etwa die Räumarbeiten immer noch an im Bunker am U-Bahnhof Gesundbrunnen. Da ist auf der alten Treppe, auf der Zwischenetage sind solche Bunkerräume.
Die hängen so zwischen den Verkehrsebenen, Straßenniveau und U-Bahn-Niveau, sind die so in das Gesamtbauwerk eingefügt. Waren eigentlich mal Ruheräume der BVG, da sind wir dann in 20er Jahren, als das noch Endbahnhof war. Und können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und dann in 30ern, 40ern dann eben als Bunkeranlage ausgebaut. Und wobei Bunker definitionsgemäß ist es gar nicht, es ist ein Luftschutzraum, ne? Muss man noch unterscheiden. Und da hatten wir also am Anfang nur Räumarbeiten. Wir waren also eher nach innen konzentriert. Das war ein Mitgliederverein mit einigen Enthusiasten für die unterirdische Berliner Stadtgeschichte, die sich da in Vereinsheim ausbauen wollten und eine kleine Ausstellung. Aber es war gar nicht so die Idee, großartig nach außen zu gehen oder einen Besucherbetrieb aufzubauen. Und dann standen immer mehr Leute von Tag zu Tag eben an dieser offenen Bunkertür, späten Reihen und waren halt interessiert und fragten nach Führungen. Und so hat sich der Führungsbetrieb zaghaft entwickelt. Erstmal ein Telefon in der Privatwohnung. Vereinsheim ist ja oft auf eine private Adresse angemeldet. Und dann wurden die Nachfragen immer intensiver. Wir haben ein paar tausend Besucher pro Jahr gehabt. Letztes Jahr zum Vergleich 2019 waren es 360.000 Besucher für Bildungsseminare und Führungsangebote des Vereins. Also die Entwicklung hat sich uns praktisch aufgedrückt. Und wir mussten dann mit den Strukturen von der Arbeitssicherheit über die Verwaltung, über Buchungssystem und, was da alles dranhängt, Ausbildung, Referenten, Assistenten, nachziehen. Es ist also im Grunde 20-jährige OP am offenen Herzen. Ne? Ich kann sagen, ich war schon in das genannte Objekt, den Fichtebunker, in der Führung dabei, mit meiner Mutter und meiner Frau. Und es war super. Ich kann das sehr empfehlen. Also jeden, der in Berlin ist oder mal eine Gelegenheit hat, nach Berlin zu kommen, wenn auch diese düsteren Zeiten vorbei sind, so ein Objekt zu begehen, ist ein Erlebnis und es ist ganz toll aufbereitet. Das freut mich sehr, dass da positive Erfahrung mit verbunden ist. Wir geben uns auch Mühe bei der Qualitätssicherung, bei der Ausbildung. Die Leute sind mit Herzblut dabei. Fast alle Referenten, Assistenten sind nicht nur da, um einen Job zu machen, sondern die haben oft auch später eine Mitgliedschaft oder von Anfang an kommen sie als Mitglied dann in den Führungsbetrieb und haben also auch eine emotionale Bindung an den Verein. Das ist sehr schön und das ist natürlich eine größere, über den Arbeitsvertrag hinausgehende Unterstützung dann auch für das Gesamte. Das ist übrigens auch der Spagat, den wir dann angefangen haben und bis heute durchhalten, nämlich der Verein inzwischen als mittelständischer Arbeitgeber, als Tourismusunternehmen mit hunderttausenden Besuchern pro Jahr und trotzdem noch der Mitgliederverein mit 540 Vereinsmitgliedern, die sich in Bereichen, Arbeitsgruppen oft oder einzeln engagieren für die Zwecke und Ziele der Satzung. Und dieser Spagat, der ist eben gar nicht so einfach durchzuhalten, gerade bei einem gemeinnützigen Verein, der ja auch was in die Gesellschaft zurückgeben möchte, weil der Geschäftsbetrieb natürlich immer droht, das Primat zu haben und etwas dominiert. Ne? Also da muss man schon sehr bewusst mit umgehen und die Mitglieder einbinden. Das ist ein sehr, sehr lebendiger Austausch zwischen dem ideellen Bereich und denjenigen, die zum Beispiel nebenberuflich dann Referent machen oder auch mal wieder nur ideell arbeiten. Das ist sehr schön und befruchtet das Ganze. Ja, ich kann sagen, auch mittlerweile, ich war jetzt öfter mal auf der Seite, auch diese Seite sieht übrigens sehr professionell aus. Man merkt, da ist auf jeden Fall nicht nur mehr was Privates dahinter. Das ist auf jeden Fall schon eine Professionalität. Genau, wir bieten da nicht nur die Führung an, sondern man kann auch durchaus unter Verein sich für eine Mitgliedschaft interessieren oder die Arbeitsgruppen recherchieren und deren Projekte. Und über die Projekte und die Vereins, also die ideelle Struktur, kommt man dann auch auf, die Seiten sind alle offen, kostenfrei nutzbar auf die Artikel, die man recherchieren kann und wieder Inhalte verlinkt, Buchtipps und so weiter. Also man kann auch richtig im begrenzten Umfang zumindest schon dort eine Recherche durchführen für ein spezielles Thema, was einen interessiert, zum Beispiel die U-Bahn, zum Beispiel Gastechnologie, Gasversorgung, zum Beispiel Strom- oder Wassersystem von Berlin, alles, was eben so eine Metropole am Leben hält. Dazu kommen wir gleich. Eine Sache wollte ich noch als bemerkenswert erwähnen. Ihr seid nicht nur standardmäßig auf Deutsch und Englisch verfügbar, sondern habt zahlreiche Sprachen, die ihr im Angebot habt. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem spanischen Freund eure Führungen besucht und es werden tatsächlich auch Führungen auf Spanisch zum Beispiel angeboten. Das fand ich auch bemerkenswert. Also als Touristenattraktion ist es super.
Ja, wir haben auch 50% ungefähr internationales Publikum, wobei Spanier bei Überbuchung dann auch mal auf die Englische mitgehen, auch Niederländer bei Deutschen und so, das geht auch. Aber wir haben tatsächlich, ich glaube, 10 oder 12 Sprachen im Angebot gehabt. Wir mussten dann im Frühjahr schon ein bisschen reduzieren, weil die Gruppen halt nicht effektiv ausgebucht waren. Aber wir wollen auch wieder auf dieses Level. Was wir nicht haben, ist Chinesisch. Da schon mal ein Wink mit dem Zaunfall, ne? Wenn das Publikum hier ankommt. Und wir haben ja jetzt einen Flughafen nach vielen Jahren, dann kann man auch darüber reden. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Denn am Ende, das sehen wir jetzt bei Corona, Nulleinnahmen. Dann kann der Verein auch nicht im luftleeren Raum existieren, sondern wir haben inzwischen nicht nur in Arbeitsverträgen, sondern auch Mietverträgen für die Geschichtsorte zur Sicherung dieser Orte Mietverträge abgeschlossen und die entsprechenden Fixkosten laufen in der Regel weiter. Dazu kommen wir auch gleich, das ist auch ein Punkt, warum wir heute mit dir sprechen wollten. Nur noch eine Sache, Luis, Mensch, du kannst doch dann demnächst Chinesisch-Touren anbieten. Ja, genau. Also, im jetzigen Lerntempo ohne einen Aufenthalt in China am Ende des Jahrzehnts, dann wäre ich in der Lage dazu, vielleicht. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Ich wollte noch mal einen persönlichen Moment von mir hier reinwerfen, jetzt für die Hörer Berliner Unterwelten, die ja von sozusagen noch wenig Bezug haben. Warum? Zumindest von meiner persönlichen Erfahrung her, dass eine super, super Sache ist. Also ich war in diesem Fichtebunker und da haben noch original aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist so ein Bunker, wo die Leute im Zweiten Weltkrieg Schutz gesucht haben, bitte korrigieren. Also da ist ja jemand hier, der wesentlich mehr Ahnung hat als ich. Und an den Wänden sind noch die original Leuchtstreifen vorhanden, die halt, wenn es kein Licht war aus dem Zweiten Weltkrieg, haben die halt selber geleuchtet. Das sieht so ein bisschen fies aus, wie so eine alte Armbanduhr mit so einem, wenn es dunkel ist. Und die haben dann in der Führung halt das Licht ausgemacht und man hat dann original aus der Zeit die leuchtenden Pfeile gesehen, wo halt die Menschen im Dunkeln unter furchtbaren Umständen da hektisch nach dem Weg gesucht haben. Und das ist mir ins Gehirn eingebrannt, noch immer. Und das ist eine total surreale Erfahrung, die wirklich, wirklich hängen bleibt und es wert macht, das zu besichtigen. Das wollte ich nochmal sagen von meiner Seite dazu. Ja, das ist richtig. Also die Pfeile sind eigentlich schwarz und das Umgebende ist der Leuchtstreifen und dadurch werden die Pfeile hervorgehoben. Das ist der Sanitätsraum im Fichtebunker. Also genau. Wichtige Funktionsräume in solchen Schutzanlagen hat man, damit die Arbeit dort weitergehen kann, wenn Stromkraftwerke und Stromleitungen bombardiert wurden und zerstört wurden, dann war ja plötzlich ganze Stadtviertel im Dunkeln. Und im Grunde waren diese Schutzanlagen auch öffentliche Gebäude. Und hing am Stromnetz entsprechend der Stadt. Und wenn das eben zerrissen wurde oder die Zentralen zerstört waren, dann kam da eine Weile kein Strom, bis eigener produziert wurde oder eben die Leitung geflickt war. Und dafür hat man in wenigen Räumen, in jeder Schutzanlage eigentlich solche nachleuchtende Farbe. Die besteht im Fichtebunker, wir haben das mal untersuchen lassen, weil es ja auch einen Gesundheitsaspekt hat, aus Schwefel, Sulfide sind das. Und die reagieren auf Lichtenergie, speichern diese wie kleine Batterien, die Lichtpartikel, also die Farbpartikel, und geben sie zurück, wenn der Strom ausfällt. Das ist die Überbrückung, wenn man im Sanitätsraum einen Verband anlegen oder irgendwas verarzten muss, um dann wieder Strom erzeugen zu können. Und das hält damals in der Zeit vor 70 Jahren etwa 20 bis 30 Minuten nachleuchtend. Aber das ist immer noch die Originalfarbe, die man heute leuchten sehen kann, oder? So habe ich das verstanden. Das ist die Originalfarbe, das ist richtig. Wir regen die mit Schwarzlicht an, damit die Wirkung durch Abrieb und so weiter überstreichen, hat die Wirkung natürlich stark nachgelassen. Farbe altert auch. Da finden ja Prozesse chemische statt. Und damit diese Photochemie praktisch noch funktioniert, haben wir sie mit Schwarzlicht verstärkt und dadurch hast du diesen starken Eindruck gehabt im Sanitätsraum. Und von meiner Perspektive ist das halt der Mehrwert. Das ist also eine irre Zeitreise, weil man ist immer auf einmal dunkeln in diesem fensterlosen Raum mitten in diesem Hochbunker, nenne ich jetzt, ich hoffe, der Begriff ist nicht falsch. Und, das ist richtig, Und das Licht ist aus und diese Originalfarbe leuchtet. Das ist genauso wie vor 70 Jahren mit der gleichen Farbe. Also quasi eine Zeitreise. Du hast die Idee in einem Wort zusammengefasst, was wir auch in unserem Leitfaden für die Ausbildung der Referenten und Assistenten benutzen. Und genau das war
der zentrale Begriff, den ich damals im Fichtebunker auch eingeführt habe für das Konzept der Tour dort. Alle sollten den Gedanken einer Zeitreise im Kopf haben. Und die kann man wirklich wörtlich nehmen an der Fichtestraße. Im Fichtebunker hast du 130, fast 140 Jahre Geschichte inzwischen. In 7 Kapitel haben wir die aufgeteilt und die runde Form des Gebäudes ermöglicht in einer Spirale praktisch so eine Zeitreise durch diese 140 Jahre. Es gibt dann noch Schwerpunktthemen, die in Touren abgetrennt wurden, wie die Techniktour. Da geht es dann speziell um das, was wir noch besprechen. 20er Jahre, Gastechnologie für Berlin sehr wichtig und die Gebäudetechnik. Aber es ist genau das, eine Zeitreise. Und das ohne Fluxkompensator, Wahnsinn. Das ist der Referent in dem Fall. Könntest du in dem Zusammenhang nochmal den Unterschied erklären zwischen Bunker und Luftschutzraum? Genau, Bunker sind definiert mit einer gewissen baulichen Stärke, müssen auch dann immer wieder angepasst werden in den Maßen, auch im Materialmix, dass sie also auch der Waffentechnik damals standhalten, und Luftschutzanlagen oder Luftschutzkeller, das ist im Rang eine niedrigere bauliche Stufe, also auch von der vom Schutzgrad niedriger. Und diese Begriffe werden halt umgangssprachlich, das ist auch nicht schlimm, immer wieder durcheinander geworfen. Also zum Beispiel 1 Meter Stahlbeton gilt am Anfang als Bunker, später wird das dann hochgesetzt, der Wert, weil die Bomben eben auch stärkere Decken durchschlagen. Also das ist immer die höchste Klasse. Gut, danke schön, dann haben wir das hier geklärt. Du meintest vorhin noch, wir könnten nochmal über die Ruheräume vom Gesundbrunnen uns unterhalten. Was gibt es da noch von deiner Seite aus zu erzählen? Genau, also das Unterweltmuseum als Stammhaus sozusagen am Gesundbrunnen, auch als erste Anlage, die wir ein Jahr nach Bestehen des Vereins 1998 anmieten konnten, das ist der Ausgangspunkt für vieles. Dort war die erste Ausstellung, ist ja heute noch. Dort kann man Abzweigungen nehmen, auf verschiedene Themen dann sich vertiefen, mit anderen Touren und Angeboten, Bildungsseminaren des Vereins, ähnlich wie im Fichtebunker. Aber das ist halt das Stammhaus bei uns. Und in diesen Räumen, da war nichts weiter als Müll und Dreck damals. Die Gründergeneration des Vereins hat da eben über 1-2 Jahre Staub und Dreck erstmal beseitigt, hat den ganzen Müll rausgeräumt und vorher natürlich recherchiert, was ist mit diesen Räumen. Man muss ja erstmal drauf stoßen, um dann Ansprechpartner für einen Nutzungsvertrag zu finden. So ist die Reihenfolge. Also zum Beispiel Entdeckung, man hört von etwas, liest von etwas, geht in ein Archiv, entdeckt diese Anlage und sagt, na, die schauen wir uns mal an. Man sucht einen Ansprechpartner, macht eine erste Nutzungsvereinbarung und kriegt dann einen Schlüssel und kann dann anfangen. Ne? So ist das. Und das war noch die Phase, wo ich dazu stieß, wo dort aufgeräumt war, wo kaum eine Vitrine in der Ecke, kein Exponat da war, kein Führungsbetrieb, alles leer und dreckig. Heute sieht das anders aus. Da ist es eben, wie gesagt, ein vielfältiges Museum, das Berliner Unterweltmuseum. Und von dort aus kann man dann zu weiteren Angeboten starten. Die 20er Jahre, da sind diese Räume noch genutzt als Pausen- und Lagerräume. Die BVG hat dann vorher dort noch einen Endbahnhof sozusagen, der Gesundbrunnen-Neukölln-Bahn, GN-Bahn genannt. Und ich bin jetzt kein Verkehrsexperte, da gibt es Leute, die können das besser noch berichten, aber das ist das, was ich weiß darüber. Und später wurde die Linie weiter fortgeführt und heute ist es ja ein wichtiger Knoten. Der ganze Komplex dort heißt ja eigentlich Nordkreuz seit einiger Zeit und vorher oder immer noch hält sich der Begriff Gesundbrunnen. Ne? Du meintest jetzt gerade die 1920er Jahre. Nehme ich an. Und es ist ja genau die Zeit, über die wir gerade berichten. Was könnte man denn noch aus der Zeit in Erfahrung bringen, wenn man sich jetzt für die Zeit interessiert? Bei uns? Naja, da schneiden sich sehr viele Themen. Wir haben natürlich die Hochzeit der Stadtplanung. Oberirdisch wurde viel umgebaut, Alexanderplatz und so weiter, aber auch unterirdisch ist viel passiert. Wir haben die Hochzeit der U-Bahn, die ja, das U steht ja in Berlin nicht für wirklich U-Bahn, also Röhrenbau wie in London oder Moskau, sondern für Unterpflasterbahn. Dieses Modell hat sich durchgesetzt. Man hat einen Graben gezogen auf der Straße und hat Schienen reingeschmissen und dann den Deckel wieder drauf gemacht. Also es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so ist es. Und das ist die wesentliche Herstellung der Berliner U-Bahn. Es gab in den 20er Jahren ja einen intensiven Wettbewerb, zum Beispiel zwischen den Firmen Siemens und AEG. Die AEG
favorisierte nach dem Londoner Vorbild eine unterirdische Röhrenbahn und die Siemens-Richtung hat sich durchgesetzt als Unterpflasterbahn. Und aus diesem Bereich kann man bei uns zum Beispiel die Tour A für AEG besuchen an der Gustav-Meyer-Allee in Mitte. Das ist nicht weit vom Gesundbrunnen. Kann man an der Wolterstraße zum Beispiel aussteigen. Und dort haben wir einen ehemals 300 Meter langen, gemauerten, runden, ersten deutschen U-Bahn-Tunnel in der Betreuung und zeigen den und seine Geschichte zum Anfassen wieder auf eine eigene Tour. Und da läuft man durch den Tunnel, man kann mit der Draisine fahren, man kriegt vorher einen Vortrag, das Gesamtgelände wird erläutert. Das ist die alte Apparatefabrik, die man da verbunden hat. Das war eigentlich eine Werksbahn, aber auch eben ein Wettbewerbsbeitrag um den städtischen Auftrag für eine U-Bahn. Ist das noch eine originale Draisine, mit der man fahren kann, oder ist das ein Nachbau? Das ist ein Nachbau. Die Originale ist nicht mehr da. Der Tunnel war auch mal länger. Die Rampe wurde abgebrochen zugunsten der deutschen Welle-Studios, die da jetzt drauf sind. Das ist ein großes Gewerbegebiet. Aber es ist noch, ich denke mal, 200 Meter ungefähr sind noch da. Und er ist optisch sehr spannend. Tour A auf unseren Internetseiten zeigt auch ein paar Fotos und liefert etwas Inhalt als Vorgeschmack. Also die Geschichte geht dann auch noch weiter. Vielleicht ganz kurz, also auf berlinerunterwelten.de kann man auf Führungen gehen, ist gleich ein Hauptmenü und dann kommt gleich Tour A interessanterweise rechts. Also es gibt numerische Touren und alphabetische Nummern, aber Tour A, der AEG-Tour, wenn man da raufklickt, ist dann alles das, was wir gerade besprechen für die Hörer, die mal parallel mitgucken, mitklicken wollen können. Genau. Das Angebot findet man auch über die Route der Industriekultur Berlin, die ja überall vernetzt ist. Wir sind auch auf der europäischen Industriekulturroute. Das sind also diese Industriestandorte, die zu einer Strecke vernetzt sind. Da kann man auch ein Heftchen abstempeln lassen. Das ist also diese thematische Linie, die in den 20er Jahren gerade nach dem Ersten Weltkrieg nochmal richtig an Fahrt gewinnt. Die Stadt, die goldenen 20er. Dann gibt es die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, ist dann schon wieder vorbei. Und das bringt auch die Entwicklung der Berliner U-Bahn erstmal zum Erliegen, bis es dann wieder losgeht. Ja. Hattet ihr eigentlich gehofft, dass mit dem, also in Berlin wurde jetzt die U5 gerade weiter ausgebaut. Hattet ihr gehofft, dass da vielleicht nochmal irgendwas Unentdecktes zum Vorschein kommt durch die Buddeleien? Naja, der Streckenschluss, also dieser Lückenschluss, ja, da ist ja auch einiges aufgetaucht vor dem Rathaus zum Beispiel, die alten Rathauskeller und solche Geschichten. Da wurden archäologische Fenster ja auch eingerichtet oder sind in der Entwicklung. Ich habe mir die Strecke selber noch nicht angeschaut, aber ein Vereinskollege hat für Radio Unterwelten unseren eigenen kleinen Haushänder für die Mitglieder, hat da also einen Bericht erstellt und der läuft gerade diese Woche. Also ich werde mir das auch nochmal anschauen. Es gab schon an einigen Stellen Entdeckungen, wo das Landesdenkmalamt und die Archäologen, die ja bei uns teilweise auch Mitgliedschaft haben, wo die also dann wirken durften. Dann wurden wir dazu gerufen, hatten Gelegenheit, auch diese Baustellen mal zu besichtigen mit unseren Mitgliedern. Also wir versuchen das alles miteinander zu verbinden und insgesamt durch die Aufmerksamkeit und die Einnahmen können wir dann wieder so einen Geschichtsort unterstützen. Ja. Ich hatte ja auch gehofft, da schon beim Roten Rathaus da das Fenster anzuschauen. Leider ist es ja noch nicht drin. Da war ich ein wenig traurig, dass es noch nicht da ist. Ich hoffe, es kommt noch. Was ich auch gesehen habe auf eurer Seite, ihr habt auch Infomaterial zur Rohrpost. Könntest du da vielleicht kurz erzählen, was das genau ist und was man da in Erfahrung bringen kann? Ja, also das Rohrpost-Thema ist ein ganz wichtiges für uns. Wir hatten auch mal eine Tour 4. Dieses Angebot Tour 4 fand statt an der Oranienburger Straße, also mitten im lebhaften oder einem lebhaften Herz Berlins. An der Oranienburger Straße, da war das Haupttelegrafenamt, wo heute auch noch die Telekom drin ist und wo jetzt der Investor Freiberger sein Hotel und verschiedene andere Nutzungen da einbaut. Das ist immer noch eine Baustelle. Und dafür wurde leider die Rohrpostzentrale im Haupttelegrafenamt, die letzte, die wir haben, immerhin die zentrale Versand- und Empfangsstelle für 850 Kilometer Rohrpostnetz für Berlin. Ich sage es jetzt mal etwas freundlich, abgebaut.
in Kisten verpackt und irgendwo in Berlin in einem Lagerhaus verbracht. Was wir jetzt wissen, ist, dass er wohl als Eigentümer des Hotels dann ein paar Stücke, aber wahrscheinlich ohne technischen Zusammenhang, als Exponate in der Hotellobby ausstellen möchte. Wenn das so kommt, ist das natürlich eine sehr dürftige Behandlung der Geschichte. Es ist die einzige ihrer Art und die letzte war es auch. Wir konnten dort also bis vor einigen Jahren noch diese Tour 4 anbieten. Da ging es durch die Keller, da war die Sendeempfangsstation, der Sende- und Empfangssaal oben. Es war sehr spannend, die Zusammenhänge zu sehen, die Trocknungsmaschinen, die Rohrpostbüchsen, die Taschen, wo die reinfielen. Das ganze System dahinter hat dazu geführt, dass zur Hochzeit der Rohrpost man von einem Ende zum anderen Ende der Stadt innerhalb von 2 Stunden eine Sendung hinschicken und die Antwort empfangen konnte. Das haben wir damals alles dort erzählt. Wir hatten dort richtig schöne Touren. Und mitten in der Innenstadt ist ja auch ein schöner Standort. Das war uns sehr wichtig, bis dann eben das Gelände verkauft wurde und dann war es vorbei. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schade. Vor allem, das ist ja genau das, was auch den Verein ausmacht, dass ihr nicht einfach euch sagt, wir zeigen hier Exponate, sondern dass ihr auch erklärt, wie das funktioniert hat und miteinander zusammenhing. Ja. Ja, es ist was völlig anderes, das auf Videos oder Tafeln zu erläutern oder mit dem Beamer oder eben drin zu stehen in der Geschichte, umgeben davon und die Zusammenhänge direkt anfassen und erleben zu können, auch mit einer Büchse, die dann noch da aus der Röhre schießt und so das ganze System zu verstehen mit der Druckluft, dass man da auch vorhat, in London mal Personenbeförderung mitzumachen, die Tube, ja, sollte nicht umsonst, heißt sie so, sollte auch mal anders funktionieren. Da gab es also ganz, ganz tolle Geschichten, die man aneinander fügen konnte und als vor einigen Jahren wir die Kündigung dieses Nutzungsvertrages bekamen vom neuen Eigentümer, waren wir sehr traurig entsprechend, haben auch noch versucht, politisch und denkmalschützerisch tätig zu werden, aber das Investoreninteresse hat sich da für die Stadtplanung durchgesetzt. Man wollte dieses Quartier, alles andere musste weichen. Wir sind ja nicht der Meinung, dass die Stadt unter einer Glocke sich nicht mehr weiterentwickeln darf und jeder Stein erhalten bleiben muss. Aber einmalige Orte müssten zumindest im Zusammenhang mit einem Fenster gesichert werden, denn das ist für die Nachwelt dauerhaft verloren. Ja, das sehe ich also auch so. Okay, das heißt, man kann mit dem Verein sehr vieles sehen, auch über die Zeit von vor 100 Jahren. Wollen wir doch mal zu dem Hauptthema kommen, also zu dem Hauptgrund, warum wir diese Folge machen. Denn wir wollen auch über den Zustand des Vereins Berliner Unterwelten sprechen. Wie ging es denn dem Verein jetzt im letzten Jahr 2020? Es waren jetzt wahrscheinlich kaum Besucher annähernd auf dem Niveau vorhanden wie 2019. Du erwähntest ja, glaube ich, 360.000 Besucher gab es 2019. Wie konnte man sich das denn jetzt in diesem Jahr vorstellen? Musstet ihr bestimmte Hygienemaßnahmen umsetzen? Was habt ihr euch da einfallen lassen? Genau, also zum Beispiel, ich fange mal so an, wir haben 2019 wirtschaftlich das erfolgreichste Jahr hinter uns und mit 360.000 Besuchern ungefähr entsprechenden Mitteln, die auch dem Verein dann zur Verfügung standen. Der überwiegende Teil unserer Mittel muss ja auch für Satzungszwecke und Ziele verwendet werden und die Fixkosten gehen vorher ab und dann stecken wir das alles auch in Bauprojekte wie den Fluchttunnel an der Bodenstraße, den wir wieder freigelegt haben, original. Also wir sichern und öffnen und machen verkehrssicher Geschichtsorte, Orte der Geschichte, der Berliner Geschichte. Und das kostet für Statikarbeiten, für Entwicklungsarbeiten jeder Art eben sehr viel Geld. Und dieses Geld finanzieren wir aus dem Führungsbetrieb. Das hängt alles zusammen. Auch die Arbeit der Arbeitsgruppen, Fahrten, Forschungsgeschichten, Anschaffung von Technik zur Dokumentation. Die Energie bringt jedes einzelne Mitglied ehrenamtlich ein. Aber es müssen Regale fürs Archiv gekauft werden. Es müssen Orte, wie gesagt, technisch ausgestattet werden. Es müssen Räume angemietet werden. Das alles kommt aus dem Führungsbetrieb. Also das ist schon, die Entwicklung des Vereins wäre ohne diesen erfolgreichen Führungsbetrieb auch nicht möglich gewesen. Das muss man vorab sagen. Bis März ging es dem Verein glänzend, bis März diesen Jahres. Dann kam Corona und da wir im hohen Maße vom Tourismus in Berlin abhängig sind, schwante uns schon, dass das jetzt einen Knick erfährt.
Man kann aber so schnell nicht die Mietverträge nachverhandeln oder irgendwelche Fixkosten, Personal, Verträge, alles runtersenken. Das hat also eine ganze Weile gedauert, bis wir unseren Kostenapparat runterfahren konnten. Und das ging natürlich auch nicht ganz ohne Zähneklappern. Ne? Das ist immer auch mit Einschränkungen bei Einzelnen verbunden. Und wir konnten dann zwischen April und Juni, glaube ich, war das, 2-3 Monate gar nichts machen. Da war der große Lockdown der erste. Dann lief schneller, als wir es eigentlich erwartet haben, die touristische Nachfrage, auch die Besucher in Berlin wieder an ab Juni. Dann galt die Infektionsschutzverordnung und wir hatten natürlich die Zeit auch genutzt, um ein Hygienekonzept zu entwickeln. Das notwendige Material bei Knappheit auf dem Markt war das gar nicht so einfach. Desinfektion, Masken, Absperrbänder und solche Geschichten alles zu besorgen, zu organisieren, die Unterweisungen unseres Personals vorzunehmen, Reinigungstakt zu erhöhen, mit Firmen zu sprechen über Luftfiltergeschichten und sowas, da sind wir auch noch dran. Also im Grunde alle Standorte Corona-tüchtig zu machen. Und gegenüber einem Museum wie, sagen wir mal, DDR-Museum oder Spionagemuseum, die ja oberirdisch sind, haben wir den großen Nachteil in dieser Krise, auch noch doppelte Krise für uns, dass wir in der Regel unterirdisch durch Orte führen, die nun mal nicht mit dem Fenster zu belüften sind. Ne? Ja. Logisch. Und so attraktiv die sind bei normalen Zuständen, so fatal wirkt sich das aus, wenn man eine solche Lage, eine Pandemie hat. Und da wir das nicht können, mussten wir andere Lösungen suchen, kreativ werden. Das werden wir auch im nächsten Jahr noch müssen. Wir müssen mit Luftreinigung arbeiten, mit der Luftaufbereitung, die nun mal vor Ort da ist. Wir müssen sehen, dass wir unser Personal sehr gut ausstatten und schulen. Wir müssen für Besucher kleine Gruppen sorgen, dass Abstandsgebote mit Bodenmarkierungen haben wir da gearbeitet, dass eben Abstandsgebote sehr leicht einzuhalten sind. Und das hat dazu geführt, dass wir in den Monaten, wo es überhaupt erlaubt war, pro Monat nicht mal ein Drittel der Besucher des Vorjahres erreichen konnten. Und das ist einfach wirtschaftlich nicht darstellbar. Deswegen mussten wir das erste Mal in der Vereinsgeschichte tatsächlich staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wir sind ja komplett privat, selbst finanziert, haben nie einen Euro öffentlich bekommen, keine Fundraising-Geschichten, gar nichts. Und mussten jetzt lernen, wie man Förderanträge stellt und um Hilfe bittet. Und das ist eine neue Situation. Da gewöhnen wir uns nur schwer dran. Haben jetzt zweimal vom Land und vom Bund jeweils einen positiven Förderbescheid erhalten und können damit etwa bis Februar die Existenz sichern. Aber das ist keine langfristige Lösung. Das sind Einmalzahlungen und die müssen ja auch noch abgerechnet und sind zweckgebunden und so weiter. Also wir müssen uns neu aufstellen. Das will ich damit sagen, denn Corona wird nicht nächstes Jahr vorbei sein und es kommt vielleicht auch ein neues Thema. Ja, und jetzt haben wir gesehen auf der Seite auch, ihr habt euch einiges einfallen lassen, um digital die Leute zu unterhalten und Führungen anzubieten. Was könnte man sich denn jetzt ansehen? Also ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel die ganz normale Spendenaktion, dass man Geld spenden kann, aber es gibt auch andere Sachen. Was habt ihr euch denn da einfallen lassen? Ganz genau. Wir haben eine Unterstützungsseite. Wir wollten das nicht so offensiv machen. Das ist also sehr bescheiden und fast versteckt, kann man sagen. Aber wenn man draufklickt, kommt man dann auf ganz normale Spendenkonto. Man kann Bücher kaufen natürlich. Man kann auch speziell den Fichtebunker, das ist von der in privater Hand im Mietvertrag eine recht teure Anlage. Kurze Frage. Ja? Wenn man auf der Seite ist, wo muss man da genau hin? Ihr geht auf die Startseite, berliner-unterwelten.de und da steht dann Unterstützung. Ja, Corona, die genaue Überschrift ist Corona-Krise, Spendenaufruf, hier können Sie uns helfen. Ist so ein bisschen Trauerflor hinterlegt in Schwarz-Weiß, damit es ein bisschen rausfällt. Aus die Kacheln unten sind das. Diese genau, Kacheln, das ist wirklich etwas versteckt, ist auch die unscheinbarste Kachel von allen. Also bei mir, meine Auflösung sind aktuelles 4 Kacheln und das ist die dritte. Genau, also quasi darunter muss man gucken. Wir werden es genau verlinken. Spenden. Die rotiert. Die rotiert, muss ich noch dazu sagen. Und oben die Banner rotieren auch und da ist es ab und zu sichtbar. Zum Beispiel ohne ihre Unterstützung ist bald Schicht im Schacht. Wir haben da so eine kleine Sammlung von Claims. Mhm. Wir haben auch von Werbefirmen in der Stadt Unterstützung bekommen, von der Wall AG zum Beispiel, GSG und BVG. Die haben uns Werbeflächen zur Verfügung gestellt. Also das sind auch so indirekte
Geldwerte Leistungen sozusagen, die wir bekommen haben, Werbeplätze, wo eben diese Claims, diese Sprüche dann auch laufen. Klicken Sie auf Corona-Krise, steht da drin und dann klickt man da drauf und hat eben, wie gesagt, Spendenkonto. Man hat Einzelspenden für die Anlage wie den Fichtebunker, der im Verhältnis auf Spenden sehr angewiesen ist, damit wir den Mietvertrag halten können, der uns auch für das Vereinsleben sehr wichtig ist. Dann kann man ein Ticket schenken, also eine bereits gebuchte Tour, auf die Rückerstattung verzichten. Das ist das eine, und das andere ist ein Soli-Ticket, wo man eine fiktive Veranstaltung buchen kann. Zwischen 5 und 25 Euro. Und ganz neu, du hast es eben erwähnt, auf der Startseite vielleicht etwas besser zu sehen, ist die Digitalführung, eine Videoführung, die im Internet verfügbar ist. Unsere Tour 3, zwei Anlagen, Blochplatz und Pankstraße, die Atomschutzanlage. Das ist auch so wie Radio Unterwelt, so ein Corona-Projekt von mir. Ich habe einfach mal die eigene Filmausrüstung genommen, Mikro und eine Vereinskollegin und ein, zwei andere haben auch noch mitgemacht. Dann sind wir durch die Anlagen mit Corona-Abstand und haben schon in dem ersten Lockdown haben wir dann, oder vor dem ersten Lockdown war das kurz davor, haben wir dann noch ein paar Touren aufgenommen und die lagen auf der Festplatte. Und jetzt habe ich die geschnitten, vertont und habe die online gestellt und der Verein bietet jetzt etwas Berliner Unterwelten an. Das ist kein Ersatz für ein Ticket und für die Geschichte zum Anfassen, für die Zeitreisen, die man mit dem Referenten erlebt, aber es ist ein Mehrwert auf jeden Fall. Und wir versuchen damit nicht nur die Besucher auf unseren Internetseiten und die Mitglieder bei der Stange zu halten, sondern eben auch eine Unterstützung, ein weiteres kleines Standbein für die finanzielle Unterstützung des Vereins zu erzeugen. Und wir wollen nach und nach mehr Videos von mehr Touren. Aber es ist schon das Ziel, das nicht zu ersetzen, sondern dann immer noch einen Anreiz zu haben, den Rest der Tour zu sehen, und zwar persönlich. Hier auch wieder meine Frage. Auf die Schnelle finde ich diese Online-Touren nicht. Wo muss ich da hin? Unten wieder unter den Kacheln und dann ja. Digital Online-Videoführung Tour 3. Die ist direkt digital neben dem Spendenaufruf. Aktuell. Senden wir verlinken bei unserer Folge. Das kann man bei uns in den Shownotes, dann kommt man direkt hin. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Sehr schön, ne? Danke. Und das ist machen ja schon viele, also das ist eine sehr schöne Sache, es macht auch Spaß und es ist wirklich kein vollwertiger, aber ein gewisser Ersatz, dass man am Bildschirm praktisch Corona-sicher ohne Obergrenze, ohne irgendwie Anreisestress oder sowas, was derzeit ohnehin nicht geht, durch die Berliner Unterwelten laufen kann, gute Erläuterung dazu hat, und das Ganze läuft 3 Tage. Das Ticket kann man auch weiterreichen. Ist auch ein nettes Weihnachtsgeschenk. Dann kriegt man einen Code zugeschickt nach dem Kauf für 5 Euro und diesen Code kann man dann auch weiterreichen oder als Geschenk weitergeben. Wie lange geht so ein Video, wenn ich fragen darf? Also ist es so ein mehrstündiges Video oder ist es eher einstündig, minutenweise? Genau, es soll also kein Ersatz für eine vollwertige Tour sein. Diese liegen ja immer bei 90 bis 120 Minuten in der Regel. Und dieses Video dauert jetzt 20 Minuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die anderen vielleicht auch so 10, 15 Minuten. Es ist also mehr als ein Teaser, aber es ist auch nicht die volle Tour. Sie bringt aber einen guten Einblick in die Tour. Und man kann sie eben ohne jedes Risiko der Anfahrt oder der Teilnahme, das ist ja im Moment ohnehin nicht möglich, kann man also die unterirdische Berliner Stadtgeschichte, die Unterwelten erkunden. Das ist ja auch ein Heidenaufwand. Wir merken das ja mit dem Podcast. Also wir haben einstündige Folgen in der Regel. Das heißt, wir nehmen da so circa immer eine Stunde 15 auf oder so. Und allein das Schneiden von diesem simplen Format, in dem wir zu zweit miteinander sprechen, kann man sagen, dauert ungefähr 1,5 bis 2 Mal so lang, wie die Folge später sein wird. Also das ist dann mit Bildmaterial nochmal, also ein Heidenaufwand. Hut ab dafür. Ja. Das ist richtig, aber es ist nicht so, dass ich in der Corona-Zeit Langeweile hatte. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, dieser Bereich, Öffentlichkeitsarbeit, die sind nach wie vor gefordert. Nur das ist halt nicht unsere Herangehensweise, nicht meine und die viele andere auch nicht. Da fragt man eben nicht nach den Stunden, sondern man will seinen eigenen Bereich, den Verein und alles, was dranhängt, gerne erhalten. Und dann macht man das Notwendige. Also ich hatte diese Idee, ich wollte auch für mich selber eine positive Beschäftigung in dieser doch schweren Zeit und habe dann erstmal Radio Unterwelten gegründet und
davor und danach dann eben diese Videos aufgenommen und dachte, naja, wenn wir die erstmal haben, wer weiß, was wir damit machen können. Und dann kam später durch Vorbild natürlich auch anderer Institutionen, Museen, die Idee, das eben als Internetangebot zu machen. Und es ist sehr viel Arbeit, aber wenn man mit Spaß bei der Sache dabei ist und einfach das, was einem am Herzen liegt, damit retten kann oder einen Beitrag leistet dazu, dann relativiert sich das. Ne? Das ist die Voraussetzung auch für diesen Podcast. Du hast es jetzt schon öfter mal erwähnt, Radio Unterwelten. Was ist das? Ist das frei verfänglich? Ist das frei empfänglich für unsere Zeitreisende oder ist das jetzt etwas nur für Mitglieder vom Berliner Unterwelten? Also Radio Unterwelten ist auch ein Corona-Projekt, so wie diese Videoführung. Ja, ich wollte schon immer mal Radio machen und heute ist das leichter denn je übers Internet. Man braucht eine Software, natürlich eine gewisse Mikrofontechnik, die habe ich mir privat dann angeschafft und dann habe ich einfach mal geschaut, was dafür notwendig ist, wie man das Ganze strukturiert. Man braucht, das wisst ihr selber, eine gewisse Redefähigkeit und eine Freude auch, keine Angst vom Publikum und dann kann man das machen. Und Radio Unterwelten ist ein Corona-Projekt für die Vereinsmitglieder. Es soll sich zunächst nach innen richten, nichts mit Werbung, nichts mit kommerziell irgendwie und natürlich ist es auch eine Frage, wenn man nicht gerade nur hausgemachte Musik spielt, sondern Verweise hat auf andere Podcasts oder so, ist das auch immer so eine Sache mit Urheberrechten. Musik einspielen muss man sowieso überall anmelden und deswegen das ist ein Grund mehr zu sagen, wir machen Eigenproduktionen. Wir wissen, dass das außen wahrscheinlich nicht so auf Interesse stößt, sondern eher auf unser Fachpublikum nach innen, auf unsere Nerds sozusagen der Unterwelten. Und deswegen hat man erstmal alles nach innen gerichtet. Okay, gehen wir nochmal kurz auf die Mitgliedschaft ein. Ich habe gesehen, ihr habt ja zwei Modelle. Das eine ist die Mitgliedschaft. Ich will alles auch selber mitmachen und auch in den Arbeitsgruppen mitmachen. Und dann habt ihr noch eine andere Mitgliedschaft, wo man sagt, ich möchte so eine Art Fördermitgliedschaft haben. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also der Unterschied ist, wie du schon sagtest, die aktive Teilnahme, auch die Stimmberechtigung bei einer Mitgliederversammlung spielt eine Rolle. Für Fördermitglieder ist die Teilnahme bei den entscheidenden Versammlungen möglich. Als Zuhörer kann man verkürzt sagen, aber sie sind nicht stimmberechtigt und können also dann wesentliche Entscheidungen, auch Budgets und sowas oder Wahlen nicht mitgestalten. Das ist dann eher eine passive Rolle und das ist eine bewusste Entscheidung. Nicht nur eine der Beitragshöhe. Die Fördermitglieder sagen auch für sich oft als Argument, ich habe wenig Zeit, beruflich sehr eingespannt, wohne hunderte Kilometer entfernt. Für mich macht eine Fördermitgliedschaft für einen reduzierten Beitrag mehr Sinn. Aber ich will euch unterstützen, ich will Infos, ich will am Verein dran sein, will bei großen Festen dabei sein, will euch vor allem durch den Beitrag unterstützen. Und das kann man ja auch während einer Mitgliedschaft dann mit einer kurzen E-Mail auch umwandeln. Dann wird der Beitrag umgestellt und man ist auf dem anderen Verteiler. Die Vollmitgliedschaft umfasst halt alles. Wählbarkeit, passives Wahlrecht, aktives Wahlrecht, dann alle Infos natürlich, alle Veranstaltungen, alle Einladungen. Wir haben wöchentlich Programm gehabt vor Corona, Vortragsabende. Es gibt die inzwischen auch als Live-Übertragung. Das ist eben auch dann eine Chance in der Krise, dass man seine Technik weiterentwickelt über die Möglichkeiten des Internet, auch die weit entfernter wohnenden Vereinsmitglieder besser einbindet. Das sind so Sachen, die werden dann auch angeschoben und forciert während einer Krise, wenn man sie dann auch in der Chance erkennt. Und wir machen große Feste am Anfang, Frühlingsfest, dann Flakturmgrillen, die traditionellen Weihnachtsfeiern natürlich. Wir machen Ausflüge gemeinsam. In meiner letzten Woche des Monats gab es eine Mitgliederbegehung, da fahren wir im Umkreis von Berlin irgendeine interessante Anlage an, einen Geschichtsort. Wir machen Arbeitsgruppensitzungen, wir machen die Hauptversammlung, wir machen Einweihung von neuen Standorten, ob es jetzt der AEG-Tunnel war oder eine unterirdische Toilette, die wir zur Ausstellung umbauen, der Fluchttunnel, der Fichtebunker damals, Buchveröffentlichungen, Pressetermine jeder Art, Jubiläen, alles mögliche. Also ich könnte die Liste noch lange fortsetzen und all das wird mit viel ehrenamtlichem Engagement auch unterstützt, nicht nur von den Hauptamtlichen.
Ja. Ich würde gerne noch eine Zahl reinwerfen für alle, die sich interessieren. Also wir werden das natürlich auch verlinken, die Seite. Der Unterschied im Beitrag ist letztendlich 2 € monatlich. Wenn ich es richtig gesehen habe, umgerechnet 6 € im Monat ist die Vollmitgliedschaft, ich nenne es mal so, und 4 € die Fördermitgliedschaft. Also genau, so ist der Unterschied. Und davon bekommt man sehr viel. Radio Unterwelten ist auch noch dabei. Und nicht zu vergessen, das habe ich eben gar nicht erwähnt, etwa vierteljährlich ein sehr dickes, hochwertig produziertes Vereinsmagazin, die Schattenwelt. Und das ist schon, hat schon Buchformat mit 160 Seiten teilweise. Und die gibt es auch noch. Und vieles, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Ist es denn so, dass bei der Vollmitgliedschaft man sich unbedingt einbringen sollte in die Arbeitsgruppen? Oder kann man auch sagen, ich will eigentlich euch auch die 6 € geben, aber eher passiv bleiben? Oder seht ihr es so, dass man dann wirklich auch lieber den Fördermitgliedschaftsbeitrag machen sollte? Ja, das haben wir ja ganz raffiniert gemacht in der Satzung und Beitragsordnung. Seit einigen Jahren kannst du nämlich auch als Fördermitglied 100 oder 1000 Euro im Monat zahlen. Du bist nicht an die 48 gebunden. Das ist eben der Schwerpunkt. Ich will euch finanziell fördern aus irgendwelchen Gründen. Und 48 ist da die Unterkante, also Mindestbeitrag. Der Vollmitgliedsbeitrag, volle Mitgliedschaft verpflichtet dich, um die Frage zu beantworten, nur dazu, dass du deine Daten aktuell hältst, sonst können wir dich nicht erreichen, nicht einladen. Und die zweite Pflicht, die das Vollmitglied hatte, ist, den Beitrag Anfang des Jahres zu zahlen, dann über 72 Euro fest. Gut. Okay, ja, das ist ja auch ein interessantes Modell für alle, die sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, aber würde gerne mehr als die 4 € im Monat euch geben. Ich würde gern vielleicht noch einmal für die Hörer alle Optionen, die wir gerade besprochen haben, vielleicht, dass wir die einmal nochmal kurz so nennen, so übergreifend, ne? Ich habe mir das hier gerade nochmal angeguckt auf der Seite. Wir haben auf einmal die klassische Möglichkeit, dass das Spenden an den Verein ganz klassisch über ein Spendenkonto zu transferieren sind. Dann kann man Mitglied werden. Und da gibt es 2 Optionen, Förder und Aktiv. Dann gibt es gerade einen Weihnachtsmarkt, habe ich gesehen, offen, wo man hingehen kann in der Brunnenstraße noch bis zum 14. Dezember. Wenn die Folge rauskommt, ist das schon in der Vergangenheit. Deswegen ist das für die Zeitreisenden leider nicht so interessant. Dann kann man Bücher kaufen im Shop, aber der funktioniert, der ist gerade nicht online, habe ich gesehen. Ist das richtig? Das ist richtig. Da haben wir, leider ist das vom Geld abhängig, ein Update vor. Da muss der Kollege in der Zuständigen noch einen Hinweis geben, dass man da nicht in die Irre läuft. Das ist sehr teuer, dieses Update, eine neue Software für einen Ticketshop, oder das ist ein komplett neuer Shop, und dafür müssen wir Fördermittel abwarten, aber die sind im Zulauf, also es wird bald wieder einen Shop geben. Nicht zu vergessen, das habe ich fast, ist die Kampagne, die auch, also wir haben sehr aktive Mitglieder in Berlin und die sind sehr engagiert, die haben nicht nur privat Spenden organisiert in ihrem Umfeld und selber gespendet, sondern sie leisten auch viel ehrenamtliche Arbeit. Ob jetzt jemand beruflich bei einer Werbeagentur arbeitet zum Beispiel, dann bringt er sich so ein, der Nächste als Architekt, der Nächste hat eine Denkmalfirma oder eine Baufirma in der Hand und die spenden auf einmal 1000 Euro über mehrere Monate. Das ist also ganz toll. Und wir haben eine eigene Spendenkampagne, die ihr gerne nochmal nennen könnt, und zwar unter GoFundMe. GoFundMe in einem durchgeschrieben, also GoFundMe.com. Und da Berliner Unterwelten eingeben, dann stößt man auf die privat organisierte Spendenkampagne einer Vereinskollegin, die zunächst sich auf den Mietvertrag Fichtebunker, jetzt aber auf den Gesamtverein richtet. Und da haben wir auch schon 60 Spender. Das ist sehr erfreulich, wenn das aus der Mitgliedschaft kommt. Werden wir verlinken. Und dann gibt es noch das, was wir am Anfang hatten. Es gibt die Möglichkeit der Online, also so eine Art Videoführung, werden wir verlinken, für 5 Euro erfahren zu können. Und man kann Tickets ohne Tour kaufen, also dass man quasi eine Tour bezahlt, die man wegen Corona nicht wahrnehmen kann und das halt als Spende sieht. Das sind die Optionen. Haben wir noch irgendwas hier nicht mit dabei? Wir werden hoffentlich bald wieder, das Konto muss noch freigeschaltet werden, PayPal ein Konto haben, wo auch sehr viele sind. Ich privat habe auch beste Erfahrungen damit, und das ist mit die einfachste Art, online zu spenden. Da kann man einen beliebigen Betrag eingeben, draufklicken, fertig. Also PayPal werden wir auch bald wieder haben.
Und nächstes Jahr, wenn es dann wieder möglich ist und verantwortlich ist auch, bitte ich doch darum, dass alle wieder zu unseren Zeitreisen kommen und uns besuchen in den Berliner Unterwelten. Das ist das Allerwichtigste, dass wir uns wieder sehen vor Ort, den Geschichtsort erleben können, unsere Geschichte und die Geschichten dieser Orte auch erzählen können. Das macht uns große Freude, das treibt uns an und das danken uns die Besucher auch sehr. Ich danke auch dir, Sascha, für dieses Interview. Ich hoffe auch, dass es ab nächsten Jahr deutlich bergauf geht mit allem, dass wir alle gesund bleiben und dass solche Führungen, solche Zeitreisen wieder möglich sein werden. Vielen Dank dafür und wir machen weiterhin kräftig Werbung für den Verein. Ein Projekt, das in Berlin einzigartig ist und hoffentlich noch lange, lange Bestand hat. Ihr macht ganz tolle Arbeit. Vielen Dank. Ja, danke schön. Das sehen wir auch so. Es ist zwar immer schwierig, sich selbst zu loben, aber ich denke auch, dass es unstrittig ist, dass der Verein Berliner Unterwelten über einzelne Handelnde hinaus wirklich eine große und wichtige Bedeutung hat. Es ist ein wichtiges Angebot auch. Wir stehen uns auch als Anwälte der Berliner Geschichte, also wir sind die Lobby dafür, gerade für die unterirdische Geschichte. Und natürlich hatten wir ein paar Mal dieses Jahr den Gedanken, was wäre eigentlich, wenn das einfach wegstirbt, wenn das einfach weg ist, ne? Und das geht also weit über die Geismen hinaus, dass dann für Berlin, die Berliner, aber auch die Besucher Berlins, was Wichtiges wegfällt. Das wäre wirklich schlimm. Die 10 Orte im Einzelnen, der ein oder andere mag zu retten sein, aber sie würden sicher in dem Zusammenhang auch nicht mehr bestehen. Die Geschichten würden nicht mehr erzählt. Wir haben ja eine wirklich wichtige Mission auch, wenn man also mal nur das Schild nimmt über unserem Hauptmuseum, da steht von Santa Jana, einem Philosophen dran, wer seine Geschichte nicht kennt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und das sagt eigentlich alles. Wir wollen diesen Auftrag, diese Aufgabe gerne weiter fortführen, diese Geschichtsorte erhalten, im Kontext erzählen. Und da ist jedes solche Gespräch wirklich wichtig. Ne? Danke nochmal. Ja, vielen Dank euch und liebe Hörerschaft, liebe Zeitreisende, wenn ihr weiterhin Zeitreisen in Berlin ermöglichen wollt, dann geht doch bitte auf einen der Links oder erzählt zumindest von diesem Verein, erzählt weiter und spendet, wenn ihr könnt. Vielen Dank und auf Wiederhören.